und dann mal so wusch, schön ins Wasser eintauchen. So, dann ziehen wir sie mal hoch. Und Ganze hier nochmal wusch machen. Allerdings jetzt mit einer Stufe drin. Es ist immer cool, wenn das so zweimal wusch, wusch macht. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal in live erlebt. Es gibt ja auch so Dinger, wo sich die Teile umdrehen. Und dann fährt man rückwärts. Das ist fies. Da wird man von hinten nass. Ja, das ist ohne Witz. Das gibt es. Jetzt kommt, der Fußweg ist im Weg. Aber das ist so langweilig hier. So, ziehen wir noch zwei hoch. Rum, rum. Dann kannst du mich hier nochmal 1, 2 runter, glaube ich. Und wir sind knapp dran vorbeigefahren. Gut, dann hier eben einmal gerade und dann rum und dann 1, 2 runter und gerade rein. Ah, wunderbar, so soll's sein. Sodele. Eingang, Ausgang. Ja, testen brauchen wir sie eigentlich nicht. Aber ich lasse mal ein Bötchen fahren für euch. Zur kleinen Unterhaltung, während ich den blauen Weg baue. Sodele, weil das muss man immer so ein bisschen gucken, dass man auch die Pfeile trifft und pipapo. Lalalalalala. Da muss man so ein bisschen sich auch konzentrieren bei, sonst kommt nicht genau der Spaß bei raus, den man nicht haben wollte. Lalalalalala. So, und jetzt gibt es den Ausgang hier. Und dann geht es zwei runter und geradeaus. So, jetzt muss ich gucken, wo müssen wir das Ding hier anschließen mit den Wegen und wieder abreißen. Also hier sollen sie ja lang kommen. Dann kommt der Weg weg. Und ich glaube, Moment mal, jetzt muss ich mal gucken. Zu der Bahn kommen sie ja auch. Das wäre dieser Weg hier. So, jetzt könnten sie auch bis zu der Bahn vorrücken. Glaube, die Nachbarn machen hier wieder ein bisschen Terz im Treppenhaus oder so. Naja, gut, sollen sie. Lalalala. Also auf die Wertung können wir hier wieder gespannt sein. Ich denke mal niedrig, niedrig am niedrigsten. Oder vielleicht Mittelmaximum. Aber mehr wird die Bahn auch nicht rauskriegen. Ist ja mehr hochgeziehe als runtergeflatsche. So ungefähr. Ja, aber die Bobbahn ist auch gut besucht, muss man ja sagen, ne? Wieder proppevoll bis hinten hin. Ist ja der reinste Wahnsinn. So, maximale Geschwindigkeit 40 km/h. Das kann man sehen lassen. Da sitzen schon zwei im ersten Bötchen. Noch nicht verfügbar. Schade eigentlich. Aber das sollte nicht lange auf sich warten lassen. Wusch. Das meine ich, dies zweimal wusch und dann richtig wusch. Ja. Dann wird man mich gleich zweimal nass. Mittel, niedrig, niedrig. Ja, perfekt. Ich sage ja, mehr als Mittel kann man eigentlich kaum damit hinkriegen. Und sie ist Mittel, also kann man nicht meckern drüber. So. Was macht denn die Forschung gerade? Unbekannt. Ja, die Wasserbahn haben wir soeben gebaut, ne? Die ist nämlich gerade neu rausgekommen. Oh, Go-Kart-Bahn. Jawohl, die brauchen wir doch auch noch. Mensch, hier. Die schöne Go-Kart-Bahn. Die könnte man jetzt hier auf der Seite, glaube ich, gut hinbauen, oder? Oh, hier rennt welche drin rum. Und ist das so gewollt? Moment mal, dann kann ich den Weg da hinten auch anschließen. So, bitteschön. Jetzt rennen die hier schon im ganzen Park rum, wa? Glaube ja.
Pack mal den Weg, dann kann ich den hier komplett machen. Ja, gut, okay, dann rennen sie halt hier rum. Jetzt bauen wir aber die Go-Kart-Bahn hier auf. Die ist, glaube ich, auch gerade neu raus. Na komm, Bäumchen weg, Dings weg. Hier kommt eine Go-Kart-Bahn hier. So, und zwar würde ich sie so bauen wollen. Ja, der ganze Ronz muss hier weg. Ja, jetzt nimm es doch weg. So. Kuckuck. Kuckuck. Ganzen Wege hier und so und das Grünzeug. Da guckst du was, zack, weg ist es. So, einmal geradeaus, dann rum um die Kurve. Zwei hoch, geradeaus und rum um die Kurve. So. So kommen wir da aber nie wieder hin. Moment, da muss ich hier schon so machen. Rum um die Kurve, gerade, gerade, rum um die Kurve und jetzt runter. So. Und rum. Naja, sieht zwar nur klein aus, aber naja. Oder warte mal, dann baue ich es andersrum. Ist mir ein bisschen zu klein geraten. So, noch ein bisschen Geschnörkel rein. Dann hier hinten lang. Gerade Nummer 1, 2, 3 hoch. Und jetzt kann es rum in die Ein-Ausgangsfahrt. So, dann Eingang, Ausgang und schon haben wir es. Machen den Ausgang hier hin. So, und dann kann es auch gleich losgehen mit der schönen Go-Kart-Bahn. Die finde ich richtig toll irgendwo. Die hat auch immer sehr gute Bewertungen eigentlich. Warte mal, ja doch, machen wir so. Und bumm. Tja, und da kommen schon gleich die Ersten und wollen Go-Kart fahren. Jawoll, das macht auch riesen Spaß. Die mit ihren Toiletten. Die rennen bestimmt weiß Gott wo wieder im Park rum und sagen dann so, hoch, hier ist ja alles so schön grün und naturbelassen, aber wo ist denn die Toilette? So, jetzt reicht's. Jetzt kriegt ihr überall Toiletten hin. Jetzt kriegt ihr so viele Toiletten, dass ihr nur noch sagt, hoch, ich kann ja gar keinen Ort ohne Toilette finden. Das wäre doch auch mal eine Aussage, oder? So, Moment, hier ist Wasserwusch. Da kriegt ihr gleich eine Toilette hin. 7 Toiletten hat der Park schon. Nur mal so zur Info. So. Da ist eine Toilette. Hier, komm, direkt aus der Bahn raus und bumm, Toilette. Und da ist schon wieder die Parkbank im Eimer. Als würde ich das nicht merken. Unten ist übrigens auch eine Toilette, ne? Aber oben auch nochmal. Oh Gott, wie sieht das denn hier aus? Alles total kaputt und zertrümmert. Seid doch Banausen, seid ihr doch. Was soll denn das?
So. Und noch mehr hier in einer. Da macht man das so schön, den Park und alles. Und dann kommen die Radauken und machen hier wieder alles kaputt. Was soll denn der Humbug? So einen schönen Park haben wir gebaut. Und die kommen hier alle an und machen alles putt. So, die Werbekampagne ist zu Ende. Und es geht runter mit den Zahlen. Mitte im vierten Monat. Oh, 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 oh. Was ist hier kaputt? Okay, du schiebst die an. Was ist denn da los? Naja, aber es scheint zu funktionieren. Zumindest hat es bisher nicht kaputt gemacht. Also zu viel Schwung hat sie nicht. Aber die schiebt die andere dann nach vorne. Ist ja auch lustig. Und dann schaukelt sie selber da drin rum. Ja, so kann eine Bahn auch kaputt gehen, ne? Muss nur irgendwann mal zu viel Schwung bei sein. Aber naja, es läuft, ne? Ja, wie bei so vielen Bahnen. Läuft halt mal, ne? Ja, hier scheint alles in Ordnung zu sein soweit. Das ist gut. Da ist wieder eine Bank kaputt. Ich krieg einen an der Waffel. Tralala. Ja, und die ist auch sehr empfindlich, die Bahn. Die geht auch so schnell gerne kaputt. Also, besser gesagt, man fliegt so schnell gerne da mit deinen Booten raus. Ui. Die ist immer noch sehr beliebt, die schöne Bahn. Ja, hier gibt es auch noch viel zu futtern und alles. Das sieht super aus. Und die Bahn ist komischerweise auch super geworden. Hätte ich nie gedacht, aber sie ist es. Die treibt sich, glaube ich, selbst an oder irgendwie so ein Quatsch. Naja, sollte, sollte. So, schauen wir mal weiter. Was haben wir noch gekriegt? Momentan eigentlich gar nichts großartig noch. Ja, eigentlich haben wir auch alles aufgebaut. Ach, guck mal an, die hier, Wasserbahn. Ach, die Wasserbahn. Die Wasserbahn. Ja, kommst du her? Na, kommst du her? Die können wir ja auch noch aufbauen. Moment, wo war das Wasser? Hier. Die Wasserbahn. Die könnten wir ja auch noch aufbauen. Reiß mal das hier mal ab. Die ist Unkraut. Tralala. Und die Wege. Nein, ist natürlich auch schön, so ein Garten, ne? So, ja, ja, ich weiß, die Bahn müsste ich schließen, aber ich will ja nur den Weg haben, nicht die Bahn. Ja, ist gut. Die Bahn muss zuerst geschlossen werden. So, das sieht noch schöner aus, finde ich. Sodele, dann wollen wir mal, denke ich mal hier so in der Richtung, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann muss der Weg hier auch ein bisschen weg. So. Und dann hier hochziehen. Ja, und das ist das Special quasi, dass es ja wassern kann. So. Bremst die Bahn natürlich extremst ab. Aber das ist ja auch das Highlight der ganzen Bahn. Nee, klein runter. So.
Na, mittlerweile haben wir auch ein bisschen Geld wieder mehr. Das ist natürlich sehr schön. So gerade und dann runter nochmal und nochmal wässern. Da ist ein Weg im Weg. So. Und dann sollte das eigentlich auch schon so gut wie gut sein. Special rechts. Dann links rum. Genau. Special Eingang. Oha. Zu lang. Zeig mal hierher. So bis dahin. Okay, dann könnten wir hier vielleicht noch eine Bremse einbauen. 20, 14 und 6 km/h. Und dann sollte das gut sein. Na komm her, Ausgang. Und dann testen wir das Ganze mal. Hier hat man auch so eine Art Boote. Das ist sehr schön, die Bahn eigentlich. Lalalalalala. Zodele und dann dieses dran. Und das müsste dann eigentlich wo lang? Es könnte hier schwierig werden mit der Bahn. Ich versuche mal hier, von hier aus, da, so hoch. Nee, das geht auch nicht. Ist es schon mal angeschlossen. Darunter kommt eigentlich auch momentan keiner. Würde ich sagen, machen wir es von hier aus, oder? Dann rupfen wir das hier weg und machen da den Gang. Weiter mal. Nach hier rüber. So. Da ist ja noch dieser alte Gang, der kann dann auch weg. Und dann kommen sie runtergelatscht. Bis dahin erstmal. Achso, Boot 1 ist schon angekommen oder wo ist es? Ja, tatsächlich. Boot 2, wo bist du? Schauen wir mal. Man kann auch auf die Wertung gespannt sein. Wir machen schon mal grün. Boah, ist gleich schon halt 9. Meine Güte. Wusch mit 33 durch und dann nochmal wusch mit 45. Da ist man schon mal ein bisschen vorgewaschen. Und jetzt schön in der Spirale runter und dann wusch, wusch. Sehr schön. Ja, ich glaube, die kommt bestimmt auch wieder gut an. Hoch, hoch, mittel. Jawoll, perfekt für eine solche Bahn. Muss man ja mal sagen. Also, ne? Wenn die viel Spaß macht, viel Intensität hat, aber die Übelkeitsrate nicht so groß ist, dann kann man sich schon selbst loben, dass man die doch sehr gut gebaut hat, finde ich. So, da auch noch eine Parkbank hin, vielleicht mal ein Mülleimer dazwischen. So, und dann hier noch ein paar Laternchen. Dann sieht das alles schon wieder sehr, sehr gut aus. Das meine ich ja, man baut ja hier extra. Da sollte eine Laterne hin. Man baut ja hier extra schön das Ganze aus mit den Wegen und so weiter. Und dann kommen hier irgendwelche Randale und machen das wieder kaputt. Was soll denn da nun Fug? Dieser Schwachsinn.